Köche sind nicht automatisch gute Griller. Gute Griller sind automatisch. Ich glaube, wir machen uns als Köche tatsächlich immer viel mehr Gedanken darum, was da noch für eine Beilage oder was da noch beikommt. Und ihr macht einfach irgendein Stück Fleisch oder Fisch mit Soße. Ne? Hallo und herzlich willkommen zu drei weiteren Folgen von Dennis Grillt. Wir freuen uns natürlich. Endlich geht's wieder los. Und heute hat er sich einen Gegner ausgesucht. Ich sag's mal so, es wird ganz, ganz schwer. Oliver Sievers ist hier Grillweltmeister und die beiden haben 19:09 Minuten Zeit. Das erste Essen, es geht um Fisch und da steht schon in bester Qualität Lachs, Thunfisch und Seeteufel. Ich bin gespannt, was ihr macht. Ich drücke euch beiden die Daumen. Die Spieler müssen nachher entscheiden, wer denn die drei wunderbaren Gerichte besser gemacht hat. Habt ihr alle drei Fische? Ich frage nur für einen Freund. Nee, ich werde nur einen Fisch nehmen, denke ich. Im Moment habe ich den Thunfisch im Kopf. Ja? Ja. Was mit dir? Aus dem Nähkästchen plaudern, aber die Jungs, die essen schon sehr gerne Lachs. Vielleicht solltest du lieber Lachs machen. Ja? Damit du den Thunfisch nehmen kannst. Was gibt's denn jetzt zu essen? Ich möchte mal gerne mal wissen, Oliver, was werden die Jungs gleich von dir bekommen? Also ich bin noch ein bisschen in der Empfindungsphase, aber wahrscheinlich gibt's gleich den Thunfisch, den ich ja vorbereitet habe. Ja. Dazu gibt's einen Spargel-Paprikasalat. Und wahrscheinlich so ein bisschen kleines Gemüse noch dazu, hier so ein bisschen vielleicht so getrocknete Tomate oder irgendwie sowas. Dennis, was hast du vorbereitet? Ich mache auf jeden Fall Spargel. Dann werde ich auf jeden Fall Lachs machen, glaube ich. Ja, ich mache auf jeden Fall Lachs. Und wenn ich das noch schaffe, dann wollte ich eigentlich noch so einen kleinen Pfannkuchen machen, den ich dann mit dem Lachs und einem gegrillten Thunfisch-Tatar fülle. Aber ich weiß nicht, ob ich mir nicht gerade viel zu viel aufgehalst habe. Hört sich auf jeden Fall ganz schön spannend an. Spannend und sportlich, ne? Oder wie sagt man so schön? Da lädst du den Grillweltmeister ein und er macht Salat. Irgendwie macht mich das ein bisschen, bringt mich das aus dem Konzept. Ja, die Zeiten ändern sich. Und so langsam nimmt das hier Formen an. Zufrieden bisher, Dennis? Bisschen den Spargel unterschätzt. Ich glaube, den kriege ich sonst nicht gar. Den muss ich noch mal halbieren hier. Halbiert der Spargel. Du bist bestimmt auch so ein Pinzettenkoch, ne? Ich? Ja. Nee, ich kriege den nicht gar, habe ich gesagt. Fünf, vier, drei, zwei, eins und fertig. Deine Teller sehen wirklich fantastisch aus, aber deine auch. Wie immer, ich bin gespannt. Mir muss es nicht schmecken, den Spielern muss es schmecken. Und ich bin gespannt, was am Ende dabei herauskommt. Jetzt die große Frage, wer hat besser gegrillt? Marius ist schon beim Thunfisch. Mm. Kann was. Boah. Sehr gut, ja. Lachs für mich besser. Für dich ist der Lachs besser? Ja. Ich finde beides sehr gut, ne? Aber ich mag Thunfisch mehr wie Lachs. Deswegen. Das ist jetzt wirklich eine freche Entscheidung, weil ich keine Ahnung habe, was ich nehmen soll. Ich nehme jetzt einfach den Teller, weil er minimal gesünder ist ohne den Weizentortilla drumherum. Aber ja, auch, ist ja auch nicht ungesund. Das schmeckt halt beides unglaublich gut. Ich musste eine Entscheidung fällen. Habe ich Enttäuschung bei dir gehört, Dennis? Da ist der Grillweltmeister.